Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge No Man's Sky. Ich habe inzwischen schon mal ein bisschen Rohstoffe gesammelt für das neue Schiff. Und dann würde ich mal sagen, ich steige mal ein und wir reparieren es mal eben. So, als allererstes diese Startschubdüse. So, da haben wir jetzt 4 Kalitplatten gebraucht. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Dann das Schild, würde ich sagen. Da brauchen wir Kalitplatten und Heridium. Heridium habe ich auch vorhin schon gefunden. So, eben mal 3 Kalitplatten herstellen. So. 1, 2. Und Numero 3. So. Dann machen wir das schon mal fertig. Okay, was? Das könnte man eigentlich auch, oder? 2 Kalitplatten. Ja. Das könnten wir eigentlich auch. Also wir brauchen eigentlich nur Kalitplatten. Fast. So. Dann haben wir den Impulsantrieb auch schon mal fertig. Ich sag mal, die Waffen-Tools, okay, das ist jetzt im Moment nicht so mega wichtig. Dafür benötigen wir dynamischer Resonator. Mhm. Kann man den eigentlich basteln? Ich weiß gar nicht. Nee, noch nicht. Zumindest jetzt noch nicht. So, also... Was? Beschädigt? Nee, das kann nicht. So. Jetzt könnten wir eigentlich fliegen, ne? Jo, tatsächlich. Ich bin gespannt, wie sich dieses Flugzeug fliegt. Ist jetzt nicht das Schönste, aber wir haben einen Platz mehr. Das ist doch schon mal was. So, bitte landen. Diesen Punkt wollten wir ja noch untersuchen. Ja. Kollege, dich nehme ich mal mit. So, der hat nicht mal gemerkt. Also es hat auch nicht wehgetan oder so. Neutrino-Modul. Cool. Aber ich musste leider ein paar Neutrino-Module wegschmeißen, weil ich einfach keinen Platz mehr in den Inventar hatte. Wo ist der Kollege? Hm. Komisch. Ich warte. Aluminium. Was war das? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ich muss schnell rein. Was? Keine Munition? So, ich mach euch erstmal hier kaputt. Bevor ihr abhaut. So. Aha, bekannt. Was ist hier? Oh, toll, kein Neutrino-Modul. Hm. Doch. Jetzt habe ich 2. Fehlen noch 2. Okay. Oh, warte. Ach so, den hatte ich schon. Okay, das hört sich nach so einem Notsignal an hier. Also sieht sauber aus, muss ich sagen. Also... Hier hat wahrscheinlich noch vor kurzem jemand gearbeitet. So. Okay, dann testen wir mal, was das Ding so hat. Sicherheitsalarm verschlüsselt. Okay. Andocken.
Andocken, andocken. Raumstation. Ich würde sagen Raumstation. Oder? Der Arbeitsablauf des bisherigen Nutzers ist wiederhergestellt. Das System ist reaktiviert. Neue Technologie. Warp Reactor. Theta. Mhm. Aber den haben wir ja schon in unserem Schiff. So, und unser Ansehen hat sich verbessert. Hat sich wenigstens gelohnt. Okay. Ich glaube, viel länger bleibe ich hier nicht auf... Ach, warte mal. Viel länger bleibe ich hier nicht auf dem Schiff, auf dem Planeten. Irgendwie ist der mir, weiß nicht, zu öde. Dontlan. Kisten? Nee. Lass ich mal. Sieht gewöhnungsbedürftig aus, das Schiff. Aber wir achten ja sowieso nur auf die Slots. Wenn wir einen Slot mehr haben, ist doch alles gut. Hey, der hat jetzt nicht angezeigt, wie viel Plutonium wir verbraucht haben. Habt ihr auch gesehen, ne? Oder? Ich bin nicht blind. Haben wir jetzt echt kein Plutonium verbraucht beim Start? Hm. Okay, da ist noch irgendwas unten, aber nee. Ist jetzt nichts Besonderes. Ich weiß nicht, sollen wir vielleicht zum nächsten Planeten? Hm. Kurz überlegen. Was könnten wir noch hier machen? Also da ist irgendwie wieder so eine Sonde oder was ist das? Ja. Dann aktiviere ich die mal eben. Mal sehen, wo es uns hinführt. Hoffentlich nicht so weit weg von hier. Aha, eine schöne Übersicht. Alles sieht irgendwie gleich aus. Aha, Lebensform. Eine Lebensform. Oh, ein Kollege. So. Ich brauche mal deine Dose hier. So. Oh, Neutrino-Modul. So. Geh kaputt. Ah, lauf nicht weg. Okay. Wir haben jetzt 3 Neutrino-Module. Oh, ich muss meinen Blitzwerfer aufladen. Sehe ich gerade. Wo ist denn der? Da, Blitzwerfer. So. Muss mal eben was gucken. Ja, hierhin wollte ich. So, ja. Also, es fehlt uns nur noch ein Neutrino-Modul. Dann haben wir fette Granaten am Start. Ich weiß zwar nicht, wo ich die einsetzen soll, aber Hauptsache, wir haben es schon mal. So, los geht's. Okay, ist Gott sei Dank nicht so weit weg. Wow, 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 wow. Was sehe ich denn hier? Was sehe ich denn hier? So, landen wir mal eben.
Ich guck mal, was es hier so zu kaufen gibt. Oder vielleicht kann ich auch was verkaufen. So, wir sind die einzigen hier. Oh, da ist ein Kollege. Aber ich... Hast du genießt gerade? Captain Podra. Ich gehe mal hier kurz verkaufen. So, verkaufen. Und zwar... Titan. Oder wir lassen es erstmal mit dem Verkaufen. Ich habe ja sowieso noch ein bisschen Platz. Können wir den mal ansprechen, falls wir was Cooles bekommen sollten. So. Freund, Geg, Föderation, gehen Hilfe, geben Hilfe. So, die Lebensform gackert und schnattert, während sie meine Ausrüstung untersucht. Sie pickt sanft auf Bereiche meines Exoanzugs. Die scheinen und untersucht dann mit Behandschuten, boah, das ist ein komisches Wort. Fingern mein Multiwerkzeug nach Unregelmäßigkeiten und Mängeln. Plötzlich starrt sie zu mir auf, krächzt ein Angebot und zeigt ein Tablet, das die Kosten ihrer Dienstleistungen anzeigt. Okay. Für Exo-Anzug-Inspektion zahlen. Ich mach mal hier 100 Units. Die Lebensform schenkt mir eine neue Technologie. Aha. Ach so, ja, das kennen wir schon. Aber trotzdem danke. Kohlenstoff. Haben wir Kohlenstoff? Nein. Haben wir nicht. Das wäre eine Gelegenheit, ein Wort zu lernen. Gibt es irgendwo Kohlenstoff in der Nähe? Wow, das, guck mal, wie blank das hier aussieht. Das ist ja gar nichts. Cooles Schiff. Oh, jetzt kommen die alle. Hast du Kohlenstoff? Der heißt Skra. Skra. Freund. Kaufen. Ich möchte Kohlenstoff. Ah, ja, er hat Kohlenstoff. Ich kaufe mal eben 20. So, danke, Kollege. Autsch. Boah, die Energie ist heute. Die Energie ist hier ziemlich schnell weg, muss ich echt sagen. Auf dem Planeten hier. So. Freund gegen Handeln, Föderation. Ich will ein neues Wort lernen. Ja, das findest du lustig, ne? Nur weil ich deine Sprache nicht so gut kann? Erforderlich. Okay. Jetzt könnten wir eigentlich was verkaufen, oder? So. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier mit diesen ganzen... Magmox, Granit, Chromium, Lemium. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll, ganz ehrlich. Ich heb die immer auf, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Komm, Titan. Verkaufe ich. Iridium. Im Moment brauche ich es nicht. So. Das war's. Kann ich hier irgendwas kaufen? Hier. So ein Ding. So ein Ding brauche ich. Ich weiß gar nicht. Muss ich mehrere davon haben? Ich kaufe mal erstmal eins.
So. Wow, das ist ein fettes Schiff. Okay, da ist unser Schiff. So. Ach so, okay. Also hier müssen wir nur noch 100 Heridium haben, dann könnten wir das reparieren. Das ist auch einfach. Das ist super einfach. Das ist auch einfach. Ja, das ist auch einfach. Und das? Eisen, Heridium, Thallium. Okay, also das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, also hier für meinen Granaten. Spezialaufsatz bräuchten wir nur noch ein Neutrino-Modul. Okay. Eigentlich wollten wir woanders hin. Und zwar dahin. Vollgas. Oh, uiuiui. Ist das? Was ist denn das? Das gucke ich mir mal an. Das sieht irgendwie verdächtig aus. Boah, ich lande immer so weit entfernt von der Station. Das nervt manchmal. So, aber wir haben ja unseren coolen Flugtrick. Erstmal speichern. Rappi, Rappi-Coco. So, was ist das? Schildsplitter. Okay. Eine Station namens Rappi-Coco. Eigentlich brauch ich das gar nicht hier zu untersuchen, weil ich weiß, es ist schon bereits bekannt. Hier, ja, hier gibt es ein bisschen Kohle zum Mitnehmen. 1200. Ups. Die kriegen wir auch hier. So. Okay, mal sehen, was uns hier erwartet. Hier ist niemand. So, bereits bekannt, das ist üblich. Können wir uns ein bisschen Ansehen erweitern. So, was haben wir denn hier so Schönes? Ich lache mich kaputt, wenn es gleich wieder ein neues Schiff gibt. Die ausgelesene Übertragung deutet darauf hin, dass vor langer Zeit ein... Oh, das gibt's doch nicht. Wir können wieder ein neues Schiff finden. So, was haben wir hier? Aha. So. Ich glaube, dieses hier, aber das hatten wir auch schon mal, meine ich. Aha, Koordinaten lokalisiert. Das heißt, wir haben wieder mal, Leute, wieder mal ein abgestürztes Schiff gefunden. Und ich lache mich jetzt kaputt, wenn es wieder besser ist als dieses hier, dann müssen wir ja wieder ja, uns verbessern. Ich meine, wieder die Sachen finden und ja, das Übliche halt. Das wäre jetzt natürlich lustig. So, wo ist das Ding? Da. Ja, ich sag mal, wenn es jetzt nicht besonders besser ist als dieses Schiff, dann werde ich das Ding, ich meine, nicht holen. So, bitte landen. Och nee.
Ach, ich dachte schon, der sagt jetzt wieder keine Landemöglichkeit. So, uiuiui. Solarbetriebenes Flugzeug. Oder Raumschiff. So. Erstmal hier alles plündern, was geht. Schildplatte. Ja, faszinierende Perle. Kann ich wahrscheinlich gleich wieder alles wegschmeißen. So, dann untersuchen wir mal das Ding hier. Es ist schwer zu sagen, wann dieses Schiff hier abgestürzt ist. Der Reptilienkörper des Piloten ist vollständig verwest und die Technologie wirkt veraltet. Die tote Hand des Piloten umklammert etwas. Ich will es untersuchen, doch ein Geräusch aus dem Frachtraum lenkt mich ab. Aha, Geräusch untersuchen. Den Gegenstand der Hand des Piloten untersuchen. Ich würde sagen, Gegenstand untersuchen. Ich finde einen Holo-Anhänger, der das Bild einer Lebensform projiziert. Vielleicht war sie die Gefährtin des Piloten. Das war jedoch nicht die einzige Information. Aha. Neue Technologie. Länger andauernder Schutz gegen Schäden durch extreme Kälte. Okay. Ja. Jetzt bin ich echt gespannt, was dieses schöne Ding uns so anbietet. Ich wusste es. Wir haben 27 Plätze. Wieder mehr als vorher. Wie viele Plätze haben wir denn hier? Warte mal, ich guck erstmal. Aber guck mal. Ne, der hat schon sowas. Er hat dieses Warp-Reaktor. Ich dachte, der hat das nicht. Okay. Er hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Plätze. Was haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aha. Oh, dann müssen wir wieder die Sachen hier verbessern. Aber 27 Plätze wäre doch schon geil, oder? Ja, was soll's. Ich mach's. Ich meine, wir können ja sowieso alle Sachen mitnehmen. Das ist schon mal was wert. So. Achso, nee. Das heißt, Schild ist kaputt. Impulsantrieb ist kaputt. Ja, so das Übliche halt. So. Was mache ich hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Das heißt, wir benötigen mal wieder Eisen. So. Wo finden wir Eisen? Da ist Eisen. Zum Glück ist das hier in der Nähe. Ja, genau. Immer dieses Umschalten. Vergesse ich immer wieder. So. Oh. Aha. Angriff von hinten. Ups. Dann schmeiß ich mal hier das hier weg, das hier weg. Oh, da ist noch ein Kollege. Nimm das! Und weg bist du. Oh. Ich wollte dich untersuchen. Bleib doch mal stehen. Och nee, jetzt sag nicht, der rollt jetzt komplett. Ja. Wo ist der andere? Ist der auch irgendwie nach unten gerollt? Das gibt's doch nicht. Ja, das ist der Nachteil an diesen hohen Gebirge hier. Alles fliegt nach unten. Da ist doch bestimmt ein Neutrino-Modul dabei, oder? Ey, wo sind die Dinger?
Ich verstehe das jetzt nicht. Die sind verschwunden. Oder ich bin einfach blöd. Naja. So. Wie das aussieht. Das sieht interessant aus. Cool. Cool. Coole Wohnung hier. Okay, dann ich mach mal hier das wegschmeißen. Und was könnten wir noch wegschmeißen? Titan. Fehlt immer noch ein Platz. Ich könnte noch was in mein Schiff reinschmeißen. Dann würde ich sagen Aluminium. Jetzt haben wir viel mehr Platz. Okay. Jetzt machen wir diese Kalitplatten. 1, 2. Ups. Kein Eisen mehr. So. Was sehe ich denn da? Das Ding ist hier reingefallen. Okay. Dann hätte ich es nie finden können. Okay, bereits bekannt. Super. Und das andere Ding, ist das auch hier reingeflogen? Aluminium. So. Kalitplatte. Und noch eine Kalitplatte. So. Können wir das eigentlich von hier aus reparieren? Autsch. Das hat weh getan. Das erste, was wir reparieren, ist das hier. Ja. Okay, das haben wir. Dann das Schild. Also wir benötigen Kalitplatte und Heridium. Okay. Das heißt, ich mache erstmal hier ein bisschen Eisen wieder. So. Ich glaube, wir haben genug Eisen. So, Kalitplatten. Und noch eine. So. Also davon haben wir jetzt genug. Fehlt nur noch Heridium. Ja. Oh, ich glaube. Ist das Heridium? Zufällig? Ah, okay. Nee, sah nur so aus. Okay. Aber ich denke mal, weit weg ist Heridium hier nicht von. So. Stirb. Oh. Nachladen, nicht vergessen. So. Autsch, 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 autsch. Nimm das, du Schwein. Ist ja gut. So. Ey, wir haben 4 Neutrino-Module. Das heißt, wir könnten ja... Oh. Ach, wir sind zu weit vom Schiff weg, deswegen. Weil die Sachen liegen ja auf dem Schiff. Ja, ich würde sagen, ich mache im Prinzip jetzt das Gleiche. Ich, Reisemeilenstein. Aha. Was haben wir jetzt gemacht? Berüchtigt. 50 Wächter zerstört.
Ja, ich mache das jetzt eben genauso. Ich werde jetzt mal die benötigten Rohstoffe wie Iridium und alles das Zeug besorgen. Und bei der nächsten Folge werden wir das Schiff wieder mal reparieren. Und ja, dann denke ich mal, fliegen wir auf einen anderen Planeten, weil irgendwie, ich weiß nicht, das ist mir hier ein bisschen langweilig. Nichts Besonderes. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch ein Like. Und ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.